Unser Kollege Florian Danner befindet sich jetzt mal vor der ÖVP-Parteizentrale in Wien. Sag mal, Flo, guten Morgen zuallererst und dann noch, wer wird's denn werden? Sag's uns doch jetzt schon mal. Schönen guten Morgen. Das weiß die ÖVP vermutlich selbst noch nicht so hundertprozentig. In der Nacht, so hören wir, sind die Telefondrähte noch einmal heiß geglüht. Das heißt, da wurde richtig heftig diskutiert, noch einmal am Telefon unter den vielen Parteifunktionären und vor allem unter den Parteigranten, die das ja zu entscheiden haben. Insgesamt hat dieses Parteigremium, das da heute um Punkt 10 Uhr in der ÖVP-Zentrale hinter mir tagen wird, dieses Parteigremium hat 40 Mitglieder, darunter natürlich alle vier ÖVP-Landeshauptleute, alle ehemaligen Parteichefs, alle ÖVP-Minister und die Chefs der Parteiorganisationen. Wirklich Gewicht hat dabei aber nur das Wort von ein paar. Und die entscheiden dann, wer der Nachfolger von Josef Pröll wird. Entweder Michael Spindelegger, ein Niederösterreicher, oder Reinhold Mitterlehner, ein Oberösterreicher. Zwischen diesen beiden Bundesländern gibt es momentan, so hören wir, auch noch ein letztes Match. Tja, lass uns doch die beiden mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wer sind die beiden eigentlich? Naja, beide sind auf jeden Fall einmal sehr beliebte Minister, das zeigen alle Rankings. Michael Spindelegger ist 51, er kommt aus Hinterbrühl in Niederösterreich, also in der Nähe von Wien. Dort ist er übrigens förderndes Mitglied des Männergesangsvereins. Was ist sonst noch wichtig über ihn? Er ist verheiratet, er hat zwei Kinder und er hat in der Politik, heißt es immer wieder, eher so etwas wie ein Softie-Image. Sein härtester Konkurrent, der Mann, der ihm noch gefährlich werden kann im Rennen um das Vizekanzleramt, ist der aktuelle Wirtschaftsminister. Reinhold Mitterlehner ist 55, ebenfalls verheiratet. Er hat drei Kinder, kommt aus Helfenberg in Oberösterreich und ist seit einem halben Jahr auch der Patenonkel von Panda Fuhu im Tiergarten Schönbrunn. Vermutlich ist das aber nicht unbedingt ein Entscheidungskriterium, ob er heute zum Vizekanzler gemacht wird oder ob doch, wie viele schon fix wissen wollen, Michael Spindelegger zum Zug kommt. Dankeschön, Florian. Dankeschön. Danner.